Es geht weiter mit XCOM 2 hier auf dem Kanal von unserem WB und mit mir, Matsuman, eurem Commander, was XCOM angeht. Und ja, wir haben hier noch eine übrig gebliebene Aktion vom letzten Mal. Ich sag deshalb letztes Mal, weil wir tatsächlich zwischen der letzten Folge und dieser Folge einen kleinen Zeitabschnitt hinter uns haben. Wir starten eine neue Aufzeichnungsstaffel hier auf Twitch am Montag, dem 4. April inzwischen diesen Jahres. Und müssen mit Carla, mit unserer Scharmützlerin, noch uns überlegen, was wir machen. Das ist die einzige Einheit, die noch eine freie Aktion hat. Und sie kann eine Granate werfen. Könnte ja hier hinwerfen. Besser wäre aber hier hinten auf den Schildträger, der die ganzen Schilde hier überhaupt erzeugt. Sehe ich irgendwie nicht ein. Hier vorne lohnt sich das nicht. Sie kann nicht schießen. Sie könnte sich bewegen, sieht hier aber keinen. Kann natürlich nach unten vorziehen, kann hier aber nicht gescheit in Deckung gehen. Vielleicht in das Gebäude hinein. Vor diesem Purifikator. Lasst uns das mal anschauen. Hierhin vielleicht. Volle Deckung. Kann von da zumindest schießen. Könnte auch hier hin in volle Deckung. Aber ich glaube, von hier kann sie mindestens genauso gut schießen. Die Frage ist, von den Bewegungspunkten her, kann sie da gut flankiert werden? Der braucht einfach nur reinzulaufen hier, dann brennt sie vielleicht. Ja. Wenn sie schießen würde, würde sie nicht 7... Lebenspunkte abziehen, weil diese Einheit, dieser Purifikator ja leider geschützt wird durch diesen Schildträger. 3 zusätzliche Schildpunkte. Er hat einen Rüstungspunkt, das heißt, sie müsste 8 Schaden machen, um sie zu vernichten. Deshalb mache ich das wahrscheinlich mal nicht. Wo kommen wir mit dem Kletterhaken hin? Ins Feuer reinziehen? Achso, hier auf dem Balkon. Weiß ich nicht, da fangen wir ja bestimmt direkt an zu brennen, oder? Das ist mir zu gefährlich mit diesem Purifikator. Ich glaube, wir sagen einfach mal Nachladen und Feuerschutz. Ich lade nach. Und weiter geht's. Ja, schießt Carla schon. Leider daneben. Schade. Hat uns aber auch verfehlt. Der Purifikator macht was? Geht in Fog of War und schießt. Sind wir gerade runtergefallen? Ist da gerade ein... Ist da gerade ein Loch entstanden? Dieses Feuer gerät außer Kontrolle! Müsstet ihr Typen nicht Lasersägen oder sowas haben? Ich meine, es klingt, als würdet ihr da draußen vergeblich mit der Faust vor meine Tür schlagen. Wenn das der Fall ist, viel Glück, ihr dummen Höhlenmenschen. Ich bin Radio Man. Ja, und ich bin Matzo Man. Und Matzo Man klingt viel cooler als Radio Man. Ist Carla jetzt tatsächlich hier runtergefallen, Leute? Boah, das ist aber bitter. Das ist echt bitter, weil jetzt hier natürlich noch eine Einheit drin ist, die uns im Rücken fallen kann und wird. Sie hat kaum noch Lebenspunkte. Müsste geheilt werden. Kann von hier aus auch niemanden sehen. Wo kann sie sich hinkatapultieren? Wieder nach oben? Nein, schaut mal, da ist genau ein Loch entstanden. Och, das gibt's ja nicht. Doch, es gab Schaden. Sie hatte erst 2 Schadenspunkte. Das 2 hat sie durchs Brennen, glaube ich, verloren. Das macht 4, aber der Rest, der kam tatsächlich durchs... der kam tatsächlich durch das Fallen, leider. Ja, wir können uns überlegen, tatsächlich vielleicht hierhin mit ihr zu gehen... nach oben und dann mit blitzschnelle Hände oder mit der Pistole
den Purifikator nach Möglichkeit zu besiegen. Was meint ihr? Da hat sie... Da ist sie zumindest ein bisschen geschützt. Kann noch rausgucken, vielleicht als Scharfschützin da oben dann hin. Wir gehen da mal hin. Achso. Einmal wieder nach oben, bitte. Ja. Oh. Kann nur den sehen. Das ist aber bitter. Wieso sieht sie... Ah, das ist nicht gut. Sie sieht diesen Purifikator nicht. Obwohl sie im selben Raum ist mit dem. Der müsste hier doch sein. Da kann sie auch hinlaufen. Warum sieht sie den denn nicht? Ist sie blind? Sie hat eine brandzerbrechende Munition, könnte den also quasi fast schon ausschalten. Ja, also der muss natürlich erstmal heilen, ne? Das ist ganz klar. Hilfsprotokoll geht nicht. Gremlin, Medical Detail. Gremlin hat auch nicht den Purifikator entdeckt. Hier unten ist natürlich noch einer. Das ist auch ein Purifikator, den wir tendenziell nicht über Nahkampf ausschalten wollen. Ah, das ist aber auch ärgerlich. Ich will auch vor allem nicht so weit vorziehen, weil wir wissen, dass hier ganz, ganz, ganz fiese... Gegner noch auf uns warten. Was machen wir? Wen haben wir denn noch? Sie kann ihn auf jeden Fall treffen. Ich glaube, das ist auch der... Ist das der Schildträger? Nee, das ist nicht der Schildträger. Wo ist denn der Schildträger hin? Carla sich noch irgendwo ein bisschen besser positionieren. Können wir noch höher als hier? Nein, wir sind schon an höchster Stelle. Ja, hier brennen sie ja ganz schnell. Wo ist der hin? Wo ist der Schildträger hin? Hier in diesem Stockwerk kann er nicht sein. Das ist sozusagen nur eine Zwischenetappe, da ist nichts drin. Ist der gestorben? Ich habe keine Punkte gesehen, dass wir irgendjemanden umgebracht hätten. Ich meine, dass er sich hier hinten drin versteckt hat. Sind wir da so daneben? Das ist ein langer Weg, hier rüber zu laufen. Das ist ein bisschen doof. Der kann nicht mehr viel machen, außer zu schießen. Was machen wir mit Carla? Vielleicht Carla einmal rüber schicken und einmal gucken gehen lassen. Wir schicken Carla einmal rüber. Ein nützliches Werkzeug. Auf die andere Seite. So. Und jetzt haben wir den aufgedeckt. Es ist ja spannend. Warum sieht sie den denn nicht? Hä? Hat der irgendeine Spezial-Stealth-Fähigkeit? Warum sehe ich den denn von hier aus nicht? Da macht das Teil hier so eine Kiste, so einen Sichtschatten, hätte ich nicht gedacht. Einmal Gerechtigkeit. Nee, ist ein Purifikator, um Gottes Willen. Nicht näher ran. Wir haben noch 2 Punkte. Dann sollte der sich aber auch noch mal ein bisschen in Deckung begeben. Wohin? Ach, man sieht das so schlecht.
Kann ich nicht hier hin? Ist da ein Loch drin im Boden oder was ist hier? Warum kann ich denn hier nicht hin? Oder es brennt alles? Nee, das ist unten. Ich will ja nicht nach unten. Ich will ja hier oben hin. Das ist ja komisch. Durchziehen soll sie auch nicht, dass man... Warum springt sie denn nicht durch das erste Fenster, sondern durch das brennende Fenster? So, einmal schießen. Das Ziel kämpft nicht mehr. Meine Waffe ist beinahe leer geschossen. Da könnten wir einmal Fokus einsammeln, das finde ich gut. Einmal Energie. Ja, das ging nicht mit dem schnellen Schuss, weil sie ihn nicht gesehen hat. Sie kann aber blitzschnell einmal hier rauf schießen. Warum noch nicht? Hat getroffen. Schild ist weg. Macht jetzt nochmal mit 100% Sicherheit einmal ein Fernschießen. Der hat noch einen Schaden. Könnte vielleicht der hier schaffen. Carla kann von da nicht schießen. Müsste mal nachladen. Hat aber nach hierhin keine Deckung. Das ist doof. Das ist der Purifikator. Also den würde ich ja zu gerne mit ihr hier killen. Sie kommt aber nicht ganz dahin. Ah, das ist echt doof. Trotzdem müssen wir ein bisschen vorziehen. Sie geht schon mal hier hin. Ja, sie kann Reißen einsetzen. Kann danach abhauen. Chance kritischer Treffer. Die darf halt nicht explodieren. Das wäre sonst doof. Ich kämpfe für meine Leute. Beim Schildträger kommen wir ja vielleicht nicht ran. Da ist das Problem. Die Ältesten haben sie gut geschützt. Das Schild jetzt entfernt. Sie hat Momentum. Kommt sie hier nach oben hin? Sie will ja das hier tendenziell einsammeln. Hier kommt sie, glaube ich, ganz gut hin. Da würde sie brennen. Dann hierhin einmal nach oben. Abhauen. Ich wollte bewusst nicht, dass der Schild verschwindet, weil sie ihn dann umgebracht hätte und dann wäre der vielleicht... Dann wäre der vielleicht explodiert und dann hätte sie dann quasi mit in den Tod gerissen. 79%. Einmal nachladen. Na, dann wollen wir mal. Ja, nicht, dass der Balkon abschüttet. Das wäre jetzt ja, also... Das wäre sehr bitter. Davon wollen wir mal gar nicht sprechen, dass hier ein Balkon abschüttet. So. Das hat auch geklappt. Göttin. Könnte eine zusätzliche Aktion einem anderen Mitglied geben? Da könnte sie direkt hier reinlaufen wahrscheinlich. Hat auch eine Schredderkanone. Positioniert sich mal hier. Wir ziehen mal ein bisschen vor. Einmal nachladen, bitte. Ja, aber mit einer Aktion können wir, glaube ich, nicht... nicht mehr mit dem Scharfschützen dann schießen. Carla macht mal noch nichts. Wir versuchen mal unser Glück hier auf den Schildträger. Könnt ihr ja treffen. Hat getroffen, Leute. Hat getroffen. Das war gut.
Okay. Ich glaube, damit sind jetzt alle Feinde, die wir hier aufgedeckt hatten, erstmal weg. Ich sehe zumindest keinen mehr. Haben auch nur noch Carla. Und lassen sie tatsächlich mal ohne Deckung stehen und laden einmal nach. Brauche Deckung. Lade nach. Ich glaube, jetzt müssen wir uns erstmal wieder eine Runde sortieren. Genau. Falls jemand meine Rettung geplant hat oder gar schon auf dem Weg hierher ist, schaut doch trotzdem mal vorbei. Nicht, dass es nötig wäre, aber ich will ja nicht, dass ihr eure Zeit umsonst vergeudet habt. Ja, das will ich auch ungern. Also wenn die immer noch hier oben sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir uns hier nach links so ein bisschen weiter aufteilen, ein bisschen gucken. Wir bleiben erstmal an Ort und Stelle. Ich will erst einmal alle nachladen, heilen und sowas alles machen. Einmal alle bitte neu skillen. Außerdem haben ja einige Aktionen so einen Abkling-Timer. Die scheinen mir jetzt nicht akut unter Druck zu sein, der DJ und seine Kameraden. Deshalb bleiben wir einmal alle an Ort und Stelle und sie hat kostenlos nachladen. Okay, gut. Dann muss sie nicht nachladen. Einmal nachladen, bitte. Wir sollten auch heilen. Wir verschenken quasi einen Punkt, weil immer vier Trefferpunkte geheilt werden. Die hat nur drei Schaden. Trotzdem ist mir das lieber, als dass hier ein Punkt fehlt. Gott, wie fliegt der denn? Dann wollen wir mit unserer Templerin. Kommen wir da gar nicht rein? Kommen wir hier nicht rein? Nein, weil jetzt hier Löcher im Boden sind. Schaut mal, das war mir gar nicht so bewusst. Hier sind so Löcher vor den Fenstern. Aber dann müssten wir mit ihr wegziehen wahrscheinlich. Dass sie da überhaupt durch dieses Fenster reinspringen kann, oder? Kann man so schräg um die Ecke ziehen? Das ist ja doof. Das ist ja mal echt doof, dass hier so Löcher entstanden sind. Hier, seht ihr die? 1, 2, 3, 4 Löcher. Direkt vor den Fenstern. Kann man hier so schräg rüberziehen? Oder muss man immer hier auf das angrenzende Feld raufziehen? Ich glaube ja. Ja, guck mal, können wir das irgendwo sehen? Verifizieren. Mal sehen. Haben wir hier ein anderes Fenster, durch das wir durchgehen könnten? Nichts mehr machen. Hier kann der schräg hier durch? Nee, der würde, schaut mal, der würde hier auf das dahinterliegende Feld gehen. Der geht nicht so schräg hier rüber, sondern durch das Feld. Tja, dann können wir das ja gar nicht machen. Dann können wir mit den Einheiten hier gar nicht reingehen. Das ist ja doof. Kommen wir hier irgendwie anders hoch? Ja, wenn wir hier vorlaufen und dann hier von... Ach, das ist doch Mist. Hier ist der Gang. Man könnte hier hinten zurücklaufen, hierhin hoch, dann hier durch den Gang, hier wieder zurück. Aber das erscheint mir doch ein bisschen umständlich. Ich würde ja zu gerne hier die Energie einsammeln. Nur weil da ein Loch ist. Wie haben wir sie denn hier hochbekommen? Ach, wir sind mit ihr hier direkt wieder hochgesprungen mit ihrem Kletterhaken. Und sie hat wahrscheinlich keinen Kletterhaken als Templerin. Hat sie nicht. Ja, sie kommen bis hier und dann hier hoch. Zwei Runden. Sie hatte nur noch eine Runde Zeit. Diese Runde und nächste Runde, danach verpufft er, glaube ich. Sie hat keinen Kletterhaken. Das ist mein Problem. Und eine Ebene unterhalb ist nichts. Das ist ja alles zwei Ebenen hoch. Im ersten Stock kommen wir quasi nicht rein. Boah, da bin ich jetzt frustriert.
böses Spiel. Finde ich nicht gut. Damit ist auch unser Plan futsch, dass wir uns hier an dieser Front irgendwie gut aufstellen können. Was sehr cool wäre. Das kann die Scharfschützin allerdings machen. Das kann sie machen. Sie kann sich zum Beispiel hier hinstellen und dann hier hat sie ein gutes Schussfeld. Die anderen werden tendenziell eher untenrum sich positionieren müssen. Einer vielleicht noch hier oben in halber Deckung. Mal sehen. Wo haben wir denn unseren... Der kann nichts mehr. Wolf muss noch. Der kann einmal hier in die Deckung vorziehen. Einmal Feuerschütz. Unsere Göttin. Amani. Amani, die Göttin. Die Templerin, die ihr gesuchtes Glück sieht, aber doch nicht in Reichweite hat. Geht als Nahkämpferin auch mal weiter nach vorne. Wieder nach unten. Da oben haben wir nichts von ihr. Sie soll reißen. Niemand entgeht mir. Sie kann tatsächlich oben bleiben. Sie könnte sich tatsächlich noch hier mit positionieren, gemeinsam mit der Scharfschützin. Müssten wir zwei Runden warten. In der Zeit können wir uns aber noch besser positionieren. Dann bleibt sie mal da, wo sie ist und macht mal Feuerschutz. Mansos, liebe Grüße. Schön, dass du eine neue Runde angefangen hast. Ich werde definitiv Hilfe brauchen und das sehr, sehr bald. Falls also jemand eine gewagte Rettungsaktion plant, wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt, um hier reinzuplatzen und meinen Arsch zu retten. Ich glaube, der DJ... Die hat so langsam ein bisschen, ja, die Windeln voll, würde ich mal sagen. Wir gehen mal hier ein Stück weit weiter nach links vor. Wir sollten dann in diese Richtung nichts weiter aufdecken, wenn es hier nicht gerade ein Gegner ist. Was ich nicht glaube, ich glaube, die sind hier ein bisschen weiter hinten gewesen, sollte das klappen. Nur mal ganz leicht vorziehen. Sie könnte sogar hier hingehen. Warum nicht? Nochmal hier hin. Nein! Ah, Mist! Das war zu früh. Das war zu früh, Leute. Ich hab gedacht, die wären weiter hinten hier. Die haben sich hier hinten versteckt. Alles klar. Ja, das ist jetzt doof. Sie kann schießen, trifft sie fast alle gut. Hat auch keine blitzschnellen Hände. Wir müssen schießen. Müssen sie killen und vernichten, wenn es irgendwie geht. Er macht ein Hilfsprotokoll auf jeden Fall auf sie, weil sie wird angegriffen werden. Da mache ich mir keine Hoffnung. Wolf kann auch nicht mal von da schießen. Ich werde mich bewegen. Beweg dich mal einen Schritt nach vorne. Kommst du da mit einer Granate hin? Nichts. Ich hätte mich gerne noch ein bisschen günstiger positioniert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Berserker brennt. Verfällt wahrscheinlich auch bald in Rage. Was macht sinnvoller? Garantierten Schaden. Gefällt mir schon mal. Stasis inspirieren. Okay. Ja, er steht da natürlich ganz doof. Er muss sich mal ein bisschen... Kann er sich nicht mal nähern? Oh nein, er kann sich noch nicht mal mehr hier nach unten katapultieren. Er kann sich hierhin katapultieren. Sieht da aber keinen. Könnte aber dann runtergehen. Runterspringen vielleicht. Kann der runterspringen? Ja, könnte er. Hm.
Was machen wir mit Central? Central ist sehr weit weg. Ich würde ihn ja gerne hier oben positionieren und dann zumindest Feuerschutz geben. Hat nur eine halbe Deckung. Die Mutonen hier hinten drin, sie sind doof, weil die können fies Feuer machen, wenn die schießen. Die machen ganz viel Schaden. Was macht Roadkill? Bleibt Roadkill da? Ich denke, ja, Roadkill macht einmal Feuerschutz. Vielleicht sieht er ja von jemanden. Roger, vielen Dank für deine liebe Worte. Ja, wie machen wir das? Es ist Verschwendung. Ich würde jetzt zu gerne... Wir können einmal runtergehen, uns mit dem Kletterhaken wieder raufziehen und dann feuern. So rum geht das vielleicht. Sturm und Schuss. Einfach ohne Kletterhaken probieren. So eine erhöhte Position ist schon cool. Könnte auch hier reingehen. Aber nicht, dass wir dann hier noch irgendwelche Feinde aufdecken. Hatten wir beim letzten Mal zwar nicht. Aber ich bin hin und her gerissen. Wir gehen einmal hier runter hin. Da hinten bringt uns Sentry gar nichts. So, wo kommen wir jetzt mit dem Kletterhaken hin? Sogar hier oben rauf. Wären dann aber auch ein Blü, weil wir leider nach hierhin keine Deckung haben, ein gutes Ziel für fürs Abschießen. Dann bleibe ich lieber hier. Ich spring mal dahin. Einmal nach hier oben rauf. Dann machen wir einmal Sturm und Schuss. Ne, brauchen wir noch Sturm und Schuss? Der kann sie von da eh nicht sehen. Der könnte dann noch im Feuerschutz gehen. Falls sie auf ihn zuziehen. Jagen wir sie! Besser ist das. Geht in Deckung und macht Feuerschutz. Bin dabei. Sie versucht einmal mit 88% 6 bis 8 oder mit Seelenfeuer 4 bis 6. Ja, wir machen mal 88%. Schießen bitte einmal. Ist auch vergiftet worden, haben Maximum Schaden gemacht. Brennt. Noch ein Schaden. Und ist tot. Weil vergiftet. Top. Das hat geklappt. Ein Berserker futsch. Wir haben auch den richtigen genommen, weil der tendenziell weiter vorne stand. Jetzt kommen die Fiesen. Der läuft vor. Wird von Central beschossen, wie gewünscht. Der leider daneben zielt. Das ist schade. Nicht gut. Ja, der ist fies. Haben noch Deckung, aber... Oh, daneben. Gott sei Dank daneben. Sehr gut. Dann wird der ja hoffentlich auch daneben schießen, von so weit hinten. Ja. Die Ältesten sind hinter mir her. Wisst ihr noch, wie ich sagte, dass sie hier nicht reinkämen? Nun, sie kommen doch rein. Ups. Kommt schon, ihr habt das doch nicht ernst genommen, oder? Ich meine, ich liebe Advent, wisst ihr? Ich habe mal für euch gearbeitet. Lasst uns darüber reden. Sodele, wie lösen wir das Problem jetzt? Mal kurz schauen. Mit wem können wir schießen? Mit ihr? Oh, unsere Scharfschützin kann von da nicht schießen. Das ist Mist. Dann bleibst... Dann könnte sich neu positionieren. Wohin? Dann warten wir mal mit ihr.
Sie könnte auch inspiriert werden, vielleicht von dem hier. Dass sie einmal laufen kann. Das ginge, dann könnte sie sich hier nach oben hinstellen vielleicht. Und sollte dann noch schießen können. Wir gucken mal. Nur mal testweise. Hier hätte sie ja volle Deckung und kann immerhin einsehen. Welchen denn? Wird mir nicht angezeigt, welchen sie sieht. Das ist ein bisschen doof. Okay, aber das ginge auf jeden Fall. Dann könnten wir natürlich immer noch mit unserer Templerin wegziehen. Und vielleicht eine Granate dahin schicken, so eine Plasmagranate. Die aber nicht einen sehr großen Radius hat, der ist nur 3x3, weil wir leider keine Grenadiere dabei haben. Das halte ich also eher für weniger erfolgreich. Central hier oben kann nur ihn treffen. Wir könnten auch eine Shredder-Kanone einsetzen. Würden beide hier treffen. Das finde ich ganz gut. Macht auch Deckung und alles kaputt hier. Warum nicht? Die Schredderkanone finde ich schon mal ganz, ganz charmant. Dann könnte sie hier vielleicht vorreißen. Blöd ist es, wenn der um die Ecke kommt, dann ist sie hier voll flankiert. Der sollte also nach Möglichkeit mitsterben. Kann auch einen Schwerthieb machen. Auf den wollen wir keinen Schwerthieb machen. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass der zurückhaut. Er könnte aber gegen den einen Schwerthieb machen. Bin ich nicht überzeugt von, aber wäre möglich. Das ist die Scharfschützin, die wir von da schießen lassen wollten. Braucht man für die Schredderkanone beide Bewegungspunkte? Kann ich nach Inspirieren noch was machen? Ich glaube nicht, oder? Stasis, Seelenfeuer. Ich glaube, das hier heißt immer, dieses Symbol heißt, glaube ich, immer, dass man den Zug beendet, oder? Kann das sein? Ich glaube, das bedeutet das. Ja. Nachladen können wir. Wir können nicht inspirieren. Stasis könnten wir auch machen. Auch eine spannende Idee. Können den also immun machen zum Beispiel. Könnten dann nochmal schreddern. Der bleibt mal hier, der kann schon mal schießen. Das ist schon mal klar. Sehr schön. Hat gut Schaden gemacht. Der Herr ist in Rage. Dadurch ist er beweglicher. Dann soll sie ja weg. Das heißt, sie kann durchaus einmal... Es wäre auch cool, wenn sie ihn umbringen würde. Aber dann geht das mit der Schredderkanone nicht mehr. Wie machen wir das, Leute? Wie machen wir das? Wir überlegen uns das mal noch ein bisschen weiter. Und bevor ich hier weiter vom Hingrübele, muss ich leider euch sagen, dass diese Folge schon vorbei ist. Auf Twitch geht es sofort weiter. Matzumann hat ein bisschen die Zeit vergessen. Nächste Folge kommt bestimmt. Bis zum nächsten Mal. Euer Matzumann.